6 Minuten 47. Eine Zeit, die sich eingebrannt hat in die Gedächtnisse der Menschen und sogar auf die Carbonhaut hier des hier stehenden Pagani Zonna Airs. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Und zwar heute wieder auf der Nordschleife. Wir versuchen heute den Rekord zu knacken, den wir ja schon im Project Cars geknackt haben. Und ihr seht, ich bin auf einem Multiplayer-Server. Und ich habe die Zeit auch schon mal unterboten, kann ich ja mal ganz ehrlich sagen. Also es dürfte, wenn alles hinhaut, hier in diesem Video funktionieren, dass wir auch in der Assetto Corsa den Rundenrekord brechen, was ja eigentlich immer dafür steht, dass es vielleicht nicht ganz so ist wie im echten Leben, weil ganz ehrlich, ich fahre die Karre ein paar Runden und schon komme ich auf Rundenrekord. Ist nicht so wirklich realistisch, ne? Aber gut, nehmen wir das, was wir kriegen können. Mir macht es trotzdem Spaß und deswegen gehe ich jetzt mal in die gescheite Perspektive so. Und da machen wir die Apps auch mal wieder an hier. Und ihr habt schon gesehen, wir fahren auf dem Multiplayer-Server, das heißt, mit Gegenverkehr ist zu rechnen. Deswegen gibt es mal einmal F11 gedrückt und den Bildschirm an, beziehungsweise den Rückspiegel. So, normalerweise ist es so, dass ich, beziehungsweise habe ich vorhin extra eine Runde gefahren, mich dann an den Anfang der Döttinger Höhe gestellt, um da schön die Videoaufnahme zu starten, damit wir schon warme Reifen haben und direkt mit einer gezeiteten Runde anfangen können. Hat leider nicht geklappt, weil ich dann vom Server geschmissen wurde. Aus einem Grund, der mir nicht ganz klar ist. Ja, und dementsprechend starten wir jetzt einfach gleich selber die Zeitmessung und merken uns, dass wir bei 2,28 übers Ziel gefahren sind, 29. Sagen wir 2,30, bin ich auch mit zufrieden. So, und alles unter 9 Minuten 7 ist kein Rundenrekord. Wenn wir jetzt 9 Minuten 7 für die nächste Runde brauchen, für diese Runde hier, haben wir den Rundenrekord nicht geschafft, aber wir werden danach noch eine zweite dranhängen und die schaffen auf jeden Fall. Hoffe ich doch mal. Fühlt sich auf jeden Fall anders an hier, der Pagani Zonda, als in den Project Cars. Also, als im Project Cars, in den Project Cars Videos, wollte ich gerade sagen, aber da gibt's ja nur eins. Fühlt sich nach einem bisschen mehr Untersteuern an. Aber eigentlich auch nur, solange die Reifen kalt sind. Danach kannst du den eigentlich schon recht flott über die Strecke pusten hier. Und da weiß ich natürlich auch wieder nicht, was ist realistisch. Hat er in echt auch so viel Untersteuern, wie es sich hier anfühlt. Was haben wir da zu überholen? Ein Z4 oder was? Nee, ein M3 GT2. Ah, da bleiben wir lieber ein bisschen auf Abstand hier. Wir sind ja noch nicht auf Speedco, doch eigentlich wohl, ne? Scheiße. Oh, er macht uns sogar schön Platz. Nein, macht er nicht. Er rammt uns weg. Ja, das ist ja herrlich. Herzlichen Glückwunsch. Kriegt er mal schöne dicke Hupe von mir. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht jucken wird. Ja, ich hoffe mal, das bleibt uns erspart in der zweiten Runde. Ist halt so auf öffentlichen Servern, aber ich habe gedacht, ist besser, als wenn ich alleine eine Hotlap starte irgendwie. Weil, ganz ehrlich, wann ist die Nordschleife für mich schon mal und für mich und meinen Pagani Zonda Air alleine geöffnet? Da muss ich die ja mieten und dafür habe ich kein Geld, weil mein Pagani Zonda Air zu teuer war. Deswegen muss ich warten und mir ein Ticket kaufen, wie alle anderen auch. So, und ich habe ja gestern in dem Video, oder vorgestern wird es wahrscheinlich gewesen sein, im Multiplayer-Video mit Jepp, mit dem Formula Abart, habe ich darüber gesprochen, wie Kuno Simulazioni, der Entwickler von Assetto Corsa, jetzt verpartnert ist mit RSR Nürburg. Und das ist eine Firma, die Autos verleiht und unter Aufsicht von ja, fachkräftigen Instruktoren Kurse auf der Strecke anbietet quasi, sodass man die Nordschleife lernen kann und von fachkundiger Hand geführt wird und da nicht als Laie erstmal 10 Runden abdreht und dann selber merkt, wie man wo schneller fahren kann. So, und dann kann man sich halt Autos mieten und da habe ich mir mal die Preise so angeguckt. Alter Schwede, ist das teuer. Das kleinste Auto ist ein Twingo RS, neueste Version, Renault Twingo. Ich glaube 133 PS, mehr sind es nicht. Und da kosten 4 Runden auf der Nordschleife, haltet euch fest, 200 Euro. Ja? Und wenn ihr so mit eurem Privatwagen auf der Nordschleife fahren wollt, dann kostet, glaube ich, ein Ticket für eine Runde 25 Euro, vielleicht 30 mittlerweile. Ich war noch nie drauf, aber ich meine, so 20 Euro habe ich mal gehört. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt was teurer geworden ist, keine Ahnung. Aber da bezahlt ihr einfach mal locker 200 Euro für 4 Runden in einem Auto, was da nicht euch gehört. Und wenn man dann aber die Preisliste sich noch ein bisschen anguckt, dann stellt man auch fest, oh, man kann auch einen Porsche 997 GT3 fahren. Was kostet der denn so auf 4 Runden gesehen? Oh, 2300 Euro. Ja, und da denkst du schon, alter Schwede, was ist denn da los?
Das Ticket für die Runde kostet 20 Euro. Was bezahlt man denn da? Aber ist natürlich ganz klar, was du bezahlst. Den Verschleiß. Hoppala. Genau diesen Verschleiß. Ach du Scheiße, was hätte mich dieses Fehlschalten jetzt gekostet? Ihr habt direkt gesehen, die Schadensanzeige, mein Motor ist gelb geworden. Und ich habe einfach mal einen Gang zu viel runtergeschaltet. Das heißt, dem Motor zu viel Drehzahl verpasst. Und das kostet in einem Sonder, in einem 750 PS AMG Motor, ein Heidenscheiß Geld, kann ich euch sagen. Oh. Naja, Fakt ist, der Verschleiß ist auf jeden Fall teuer. Und wenn du mal ein paar Runden in einem Auto auf der Nordschleife unterwegs bist, da kannst du größtenteils wahrscheinlich die Bremsklötze vergessen, die Reifen eventuell auch. Die ganzen Gelenke und Achslager und so, die da nicht für ausgelegt sind. Vielleicht bei einem normalen Renault Twingo ist es ja nun mal so. Es ist ein Auto für die Straße. Bei einem Porsche kann ich mir schon vorstellen, dass der vielleicht ein bisschen mehr aushält, weil der einfach stabiler gebaut ist, weil Porsche weiß, die Leute schicken die Autos, wenn es sich um einen GT2 oder einen GT3 handelt, auch mal auf die Rennstrecke. Aber trotzdem ist der Verschleiß gerade bei dieser Strecke enorm hoch. Und da geht dann die ganze Kohle hin. Ich habe auch mal gehört, dieses Ringtaxi, was man hier fahren kann, wo man einfach mal mit Sabine Schmitz mitfahren kann, die auch regelmäßig beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring in ihrem Frikadella teilnimmt. Scheiße, wir haben die Karre zerstört. Oh, im Frikadella Porsche. Team Frikadella ist wieder dabei. Und halt Ringtaxifahrerin. Ja, und dann kannst du mit der halt mal mitfahren. Und da kostet eine Runde, weiß ich gar nicht wie viel, 200 Euro oder so, kann das sein? Dann kannst du aber bis zu vier Leute mitnehmen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber der Verschleiß ist auf jeden Fall so teuer, dass man da wirklich die Kohle bezahlen muss, damit die Leute regelmäßig die Bremsscheiben und die Reifen wechseln können und alles, was dazugehört. Weil sonst hast du nach zwei Monaten völlig durchgerockten M5 oder einen M3, womit auch immer die da jetzt gerade drüber cruisen, als Ringtaxi. Ja, und dann bist du ja auch nicht mehr sicher unterwegs. Und das kannst du den Leuten ja auch nicht mehr als volles Paket anbieten, deswegen musst du da immer schön was Neues her und deswegen ist es so teuer. Aber ihr könnt euch mal selber die Preisliste durchgucken. RSR, also RSR und dann Nürburg. Einfach mal bei Google eingeben, da kommt ihr direkt auf die Seite und da findet ihr auch eine Preisliste. Aber das wäre schon mal ganz geil. Schmeißt du mit zwei, drei Kumpels, am besten mit vier insgesamt Kumpels, also du und noch drei andere, schmeißt du einfach mal zusammen. Und dann darf jeder eine Runde fahren. Für 50 Euro. Mit einem fremden Auto, wo man vielleicht ein bisschen... Oh, ich bleib mal lieber im fünften, den ziehen wir noch ein bisschen. Wo man vielleicht ein bisschen Kaution noch hinterlegen muss, aber... Ja, wo man nicht Angst haben muss, dass man die Teile seines eigenen Autos verschleißt, quasi, ne? Wenn ich jetzt mit meinem Privatwagen da drüber heizen würde, hätte ich nach vier Runden auf jeden Fall Angst, dass ich die Reifen wechseln müsste oder die Bremsklötze, oder hast du nicht gesehen? So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir gut hier am MP4 vorbeikommen. Ich hoffe, der macht uns irgendwie Platz. Das wäre super, weil hier beginnt gleich die nächste Runde. So, wir sind bei 9 Minuten 15. Das heißt, was haben wir gesagt? 9 Minuten 7, glaube ich, ne? Ja, haben wir Rundenrekord nicht geschafft. Aber dafür ist ja die zweite Runde da. Und ich hoffe, wir kommen gleich irgendwie gut am MP4 vorbei. Ich will jetzt natürlich auch nicht zu viel Druck ausüben. Scheiße, er macht uns Platz. Ja, dankeschön, dankeschön. Ich mache mal zweimal Licht an und aus, in der Hoffnung, dass sie das sehen. Als Dankeschön. Dafür, dass sie Platz gemacht haben, weil das ist natürlich nicht selbstverständlich. Wie wir vor zwei Tagen gesehen haben. Ich sag nur, Nürburgring GP, Formula Abart, Hausmeister und Andreas Barz. Zwei Namen, die ich immer vorher in der Namensliste suche, bevor ich auf irgendeinen Server gehe. Sind die da drauf? Gehe ich da nicht mehr drauf? Habe ich mir meine eigene Blacklist im Kopf angelegt und die kann nach Belieben erweitert werden. So, dann sind wir noch, glaube ich, gar nicht so schlecht unterwegs hier. Konzentrieren uns jetzt mal ein bisschen für die zweite Runde, damit das auch was wird. Oh, fast verkackt, fast verkackt. Viel zu tief rein hier in den Arenberg. Oh. Ich habe ein bisschen am Setup getan. Ich habe uns ein bisschen mehr Abtrieb verschafft.
Das ist auch, glaube ich, gar nicht eine schlechte Idee. Ich könnte ihn vielleicht vom Fahrwerk ein bisschen loser, lockerer noch einstellen, also so, dass er ein bisschen besser noch um die Kurve geht. Weil ihr habt es gerade gesehen am Schwedenkreuz. Oh nein, ganz knapp. Bin ich vom Gas gegangen, musste ich vom Gas gehen. Ich meine, da fährt man ja auch schon 308 oder 310 Sachen. Was hat man da drauf ungefähr? Ist ja auch schon deutlich eine Hausnummer. Aber vielleicht könnte man da mit einem etwas schärfer eingestellten Fahrwerk da noch ein bisschen was rausholen. Oh, da kommen wir viel zu weit raus. Zum Glück gibt es keine Penalties auf dem Server. Oh Mann, ganz schlecht. Würde sowas eigentlich zählen, wenn das dem Marc Bassin in seiner schnellen Runde, in seiner 6,47 auch so passiert wäre? Würde er trotzdem den Rundenrekord kriegen? Oder zählt die dann als ungültig? Wer bewertet, ab wann ist denn eine Runde ungültig für so einen Rekordversuch? Ich meine, klar, wenn er jetzt durchs Adenauer Forst schießt, ohne da die Schikane mitzunehmen, sondern einfach nur aufs Grüne pest, dann ist natürlich klar, dass du da ein paar Sekunden gewinnst irgendwie. Und dann denke ich mal, ist auch klar, dass die Runde dann ungültig ist. Zumal dein Pagani Zonda R danach nicht mehr so gut aussehen dürfte und auch sich nicht mehr so top fahren lassen dürfte. Hier zum Beispiel. Boah, muss ich da vom Gas gehen. Ich bin so auch echt schlecht gefahren, jetzt die Mutkurve hier. Normalerweise komme ich da so mit 220 durch mit dem Zonder. Aber jetzt mussten wir auf unter 200 km/h runter und sind trotzdem noch an der Grasnarbe entlang geschrappt. Ich würde am liebsten nur Videos machen, wo ich immer perfekte Runden fahre und dann einfach nur kommentiere, was wichtig ist in diesem Streckenabschnitt oder wie man jetzt in welchem Gang und wann man runterschaltet und hast du nicht gesehen. Aber ich hoffe, da seht ihr mir nicht nach, aber meine Fähigkeit reicht einfach nicht aus, um das zu tun. Da seht ihr das schon wieder. Zu früh, zu viel Gas und schon steht er quer und dann war es das schon wieder mit einer richtig schnellen Rundenzeit, die dann auch perfekt ist. Was auf einer Nordschleife ja eh mal so eine Sache ist, da kann man vielleicht eine kürzere Strecke nehmen und da dann eher seine Rundenzeit perfektionieren. Aber dafür ist die Nordschleife einfach zu geil. Naja, ich hoffe, ihr seht mir den ein oder anderen Fahrfehler nach. Ich denke, bei jedem, der auch mit einem Lenkrad unterwegs ist, ich zum Beispiel mit einem Logitech G27, der wird wissen, wovon ich rede und der wird auch keine Probleme mit haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass so, ja, weiß ich nicht, Leute, die mit allen Fahrhilfen zocken und die immer eine schöne, schnelle Runde fahren, weil ihnen optimalsterweise unter die Arme gegriffen wird oder so, oder weil sie damit dann ganz gut zurechtkommen, dass die dann sagen, der Duki hier von abgefahren, der fährt aber wie die letzte Sau, den gucke ich mir nicht an. Guckt euch das an hier, der untersteuert einfach mal, muss da zurück in den dritten gehen und verkackt wahrscheinlich noch den Sprunghügel. Nee, hat geklappt, alles klar. Die geht aber auch ab, die Karre. Die schiebt einfach nur nach vorne. Die ist in den Kurven gar nicht so geil, wie ich finde. Kann natürlich auch an meinem Setup liegen. Wie gesagt, ich kenne mich da semi aus. Aber der geht einfach nur nach vorne. Ich meine, wir haben hier gerade mal etwas über eine Tonne an Gewicht, glaube ich. Und 750 PS, das muss ja auch abgehen. Wir sind bei 5 Minuten 55 jetzt gerade. Das kann gut noch funktionieren. Wir bleiben jetzt die ganze Zeit im fünften Gang hier. Zumindest so bis 308, 309. Das kann auch hinhauen, dass wir da rechtzeitig ins Ziel kommen. 308, 309. So, jetzt noch eben über die Kuppe und dann gehen wir in den sechsten. Und dann wird es schon wieder ein bisschen mau von der Geschwindigkeit her. Aber das legt sich gleich wieder, wenn wir bergab fahren hier. 6 Minuten 20. Hier habe ich auch immer Probleme, wenn ich von einer schnellen Runde komme, dass hier die Karre extrem leicht wird und los. Aber das ist gerade nicht der Fall und wir haben eine gottverdammte 6 Minuten 36 rausgehauen. Alter Schwede, so schnell hatte ich die jetzt gar nicht.
im Gefühl. Aber ich sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich kann mir hier schön die Wiederholung wegspeichern. Das habt ihr ja gerade gesehen, ob es geht oder nicht. Und da schreiben wir mal dick eine 3 vor, würde ich sagen. 6 Minuten 37, ne 36 sogar. Alter Schwede, das könnte sogar Rekord von mir sein. Naja, schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zusehen. Ich bin der Duki, ihr seid die Besten. Bis dahin. Tschüss.